Es ist Wochenende und wir gehen Radfahren in einem der besten Trailparks der Region. Genau, in Mering. Aber Moment mal, Mering und Malefiz, da war doch was. Wir sind irgendwo da lang, ne? Wir müssen da oder über die Freeride. Was war denn hier nochmal? Das war die Enduro. Ah, und da gab es diese zwei Möglichkeiten, ne? Genau. Okay. Auf die zweite weiter mit der Drop-Batterie. Ist der da gerade drüber? Mhm. Okay. Genau, ich war letztes Jahr schon mal hier und hatte diverse Probleme. Schuhe vergessen, Teil der Strecke gesperrt und meine übliche Orientierungslegasthenie. Damit diesmal alles besser wird, habe ich mich zusammengetan mit diesem jungen Mann hier, Olli. Olli ist einer der ersten Abonnenten dieses Kanals und hat mir versprochen, dass wenn wir mal zusammen fahren gehen, der Kanal relativ schnell 1 Million Abonnenten hat. Ach so, und er kennt sich hier bestens aus. Ach, hier ist er. Darüber hinaus entwickelt er sich beim Biken einfach genau wie ich gerne weiter. Und das trotz unseres fortgeschrittenen Alters. Ich bin alt. Und dafür stand dieses Mal im Mering dieses kleine bis mittelgroße Gap zur Verfügung. Sollte aber irgendwie gehen, oder? Eigentlich sollte das gehen, ja. Aber was wäre Weiterentwicklung, wenn davor nicht immer wieder diese kleinen Zweifel stehen würden? Und dann einfach rollen lassen. Ich denke auch, ja. Sollte. Aber irgendwie... Nach einigem Debattieren mit dem inneren Schweinehund ein bisschen hin und her stand dann die Entscheidung. Also sind wir mit wackeligen Knien auf den Absprung zugekommen. Hey, geil! Nice, beim ersten Mal drüber. Geil! So sieht ein guter Olli aus. Sehr geil. Nach diesem unerwarteten Erfolg ging es direkt weiter auf den richtig geilen Trails. Und wenn es gerade so gut läuft, warum nicht direkt das nächste Feature in Angriff nehmen? Das ist ein kleiner Mister gehen, ne? Die Landung ist halt ne? Die Landung ist halt... Von hier aus Roller reicht schon vollkommen aus der Kleidentour. Genau, du brauchst halt nicht viel Geschwindigkeit. Ja. Die meisten glauben, sie brauchen viel mehr Geschwindigkeit. Ja, dann aber dann bist du zu schnell natürlich. Ja. Und nach diesem weiteren unerwarteten Erfolgserlebnis war es dann an der Zeit, sich mal was Gechillterem zu widmen. In diesem Fall der Trail Nummer 3, die Flowline. Dieser Trail hier ist ein absoluter Genuss in Mering. Nicht viel Gefälle, rollt trotzdem wie Sau und es macht einfach jede Menge Bock, über die kleinen Tables zu springen und die coolen Anliegerkurven mitzunehmen. Und man kann da einfach die Bremse offen lassen und mit jeder Menge gute Laune runterfetzen. Vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht kennst du das ja auch. Wenn es mal so richtig gut läuft, dann kann man eigentlich erstmal gar nicht genug bekommen. Und so ging es nach dieser kurzen Runde zur Entspannung direkt wieder in den Dschungel nach unten, denn da wartete noch ein weiterer Drop auf uns.
Und wie schon gesagt, was wäre Weiterentwicklung ohne das kitzelige Kribbeln vorher? Ja, machen. Selbst wenn du zu weit springst, ist es nicht schlimm. Ja, okay. Aber lieber weiter zu kurz. Und so muss ich ungefähr 100 Mal gefragt haben, ob man denn eigentlich wirklich nichts anderes machen muss, als einfach da drüber fahren mit genug Speed. Ja, und dann ging es auch schon los. Geil. Und vielleicht kennst du das ja auch. Du überlegst dir vor einem Feature lange, ob du es machen möchtest, ob du es probieren möchtest, überlegst hin und her, was passieren kann, was nicht passieren kann. Und wenn du es dann endlich gemacht hast, denkst du dir, was war eigentlich das große Problem damit? Und so ging es mir mit allen drei Herausforderungen an diesem heutigen Tag. Alle haben mir vorher so ein kleines Kribbeln und feuchte Hände gemacht. Und nachdem ich es dann probiert habe, war es eigentlich überhaupt kein Thema. Zwischendurch gibt es jetzt wieder zum Abkühlen einmal die neu gemachte blaue Line, die wirklich für jeden geeignet ist, für jede Menge Spaß macht, aber auch für Fortgeschrittene, jede Menge Spaß bietet. Also das war ja wirklich mega nice. Ja? Ja. Das ja. Ist Rad oder für Sprünge, du normalerweise rüber fährst. Ja. Das Ding macht einfach Spaß. Ja, absolut. Und nach dem blauen Trail geht es nochmal auf die Traverse zum Abschluss. Und man muss einfach sagen, dass Mehring jeden Tag in der Woche eine Reise wert ist. Die Trails hier sind für jedermann, für jeden Schwierigkeitsgrad. Die Sprünge sind wirklich perfekt so gebaut, dass auch jemand wie ich, der vielleicht nicht das größte Selbstvertrauen in seine springerischen Fähigkeiten hat, hier problemlos auch mal was probieren kann. Der Rest der Trails ist auch wirklich klasse. Man hat eine riesen Auswahl von etwas rumpeliger bis sehr jumplastig oder einfach nur flowig. Ich muss sagen, aus der Perspektive von jemandem, der vielleicht so ein bisschen ein Orientierungslegastheniker, zumindest mal auf Trail-Systemen ist, die er nicht kennt, es hilft auf jeden Fall, jemanden dabei zu haben, der sich da auskennt. In meinem Fall war das Olli und ich muss sagen, Olli, es war mein Fest. Vielen Dank fürs Mitnehmen und über die 1 Million Abonnenten spreche ich noch. Und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis abonniert noch schnell den Kanal, gebt dem Video ein Like und lasst mir gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.